So, herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Porsche. Und ja, ich würde meinen 2000 CCM steht an. Ich fahre den tatsächlich einfach mal komplett serienmäßig und dann schauen wir mal, wie ich zur Rande komme. Geld sparen. Preisgeld 11.000, ja. Wenn es gut läuft, dann nehme ich die komplett mit. Plus Bonus, schadenfrei und erster. Und so, ne? Côte d'Azur. Auf geht's, ja. Oh, mal die Party krachen lassen hier. Drei, zwei, eins, los! Scheinwerfer wieder anmachen hier. Mal gucken, wie das ausgeht, ja. Automatik. Ausprobieren, wie das ist mit dem OBS-Studio bei dem Spiel, aber irgendwie hat er dann in der Aufnahme zwischendurch schwarzes Bild und das ist nichts, das gefällt mir nicht. Der scheint das mit dem Hooking irgendwie nicht so ganz hinzuhauen, wie es sollte. Aber naja, gibt Schlimmeres, ne? Oh, jetzt habe ich Schäden. Schade. Da hätte ich vorher abbremsen müssen. Aber wenn man quasi nur was hast damit. Naja. Ja, jetzt habe ich mir die Uhrzeit auf dem Smartphone gestellt, wegmäßig, obwohl ich sie gar nicht brauche. So. Countdown technisch, weil ich ja MSI Afterburner mit USC verwende. Aber na gut, was soll's. Und den Porsche mal ein bisschen hochdrehen lassen, ne? Mal nebenbei hier meinen Countdown abschalten. Du bist auf dem ersten Platz. So. Du führst die Turniertabelle an. Tut, tut, tut.
Könnte ja mal versuchen, ob ich ein Vergleichsvideo hinkriege. NV Inc. versus Magic Yuff in dem Fall hier. Wäre mal interessant, aber Euro Truck Simulator 2 sah auch ehrlich gesagt recht grausam aus. Auch wenn ich es vielleicht leicht verkehrt gemacht habe, wegen L-Smash ausschalten. 3, 2, 1, los! Pyrenäen. Diese Strecke ist mehr oder weniger so Hassliebe hier mal gewesen hier. Modern Patch und DG Voodoo ist das auf modernen Systemen natürlich eine tolle Sache, 3D-Fix. Aber zu seiner Zeit war das eher das Direct-3D-Spiel. Ne? Wobei man das hätte auch ruhig in 16-Bit laufen lassen können. Alles, was 3D-Fix ist, ist ja auch 16-Bit. Das war ja mehr. Marketing von Nvidia früher, so bis um das Jahr 2000 rum mit dem 32-Bit, als dass es wirklich vorhanden gewesen wäre. Es hat eine Leistung gekostet, aber war nicht wirklich sichtbar besser. Ne? Das wissen wir ja vom guten Cracky, von Ravioli auch. Thema Unreal. Performance-Tests und solche Geschichten da. Natürlich irgendwelche HD-Texturen dann verwendet und Surfsports oder sowas in der Art, dann das ist natürlich was anderes, genauso wie auch mit Doom, ne? Jetzt haben wir dann GZ-Doom und sowas. Letztens auf einer Retro-Kiste Need for Speed 3 Hot Pursuit mit DX8 laufen gelassen. Mit dem Modern Patch, den es da gibt. Da braucht man dann kein DG Voodoo und gar nichts. Das läuft dann mit DirectX8 und läuft sehr gut und sieht auch toll aus. Aber auch da 16-Bit und gut ist. Mehr bringt es da nicht. Ja, und brennender Asphalt ist im Moment so, das regt mich nur auf. Ich habe Windows 10 immer noch nicht parallel zu meinem Windows 7 jetzt dazu installiert, weil ich gerade keinen Datenträger dafür habe. Für gelegentliches Gaming. Weil eigentlich alles. Du bist auf dem ersten Platz. Jawohl. Du führst die Turniertabelle an. Und breche meine eigenen Rekorde. Ja. So kann's laufen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich Windows 7 nochmal neu installiere, nur um das einmal sauber installieren zu können mit dem Expansion Pack. Fakt ist auf jeden Fall, besser wäre es, wenn ich das in Direct 3D direkt laufen lassen könnte, ne? Solange das aber auch mit dem DirectX halt alles noch läuft. Ne? Da ist man natürlich mit 3DFX Glide besser bedient. Weil man von moderneren Grafikkarten die DirectX-Probleme bei älteren Spielen halt einfach umgeht. Ne?
Ist ja auch nicht normal, dass Need for Speed 3 auf DirectX 8 läuft. Es läuft, glaube ich, normalerweise auf 5 oder 6 oder so. 3. Aber da ist der Online-Patcher besser. Los! So, eine Runde Normandie mit dem guten alten 911er. Machen wir. Ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass ich MV nicht benutzen kann, aber das ist bei dem Spiel da anscheinend kein Problem, ja? Das macht die 7 ganz locker. Muss halt nicht immer die Grafikkarte machen. Aber wenn, dann ist das bei modernen Spielen auf jeden Fall eine angenehme Sache. Nein, das war so nicht geplant. Ich bin da zu schnell durch. Komm vom Quasi. Das habe ich schon schöner bekommen. Aber naja, was soll's, ne? Den Zwecke für das Spiel hier Push-to-Talk einzuschalten. Da muss halt immer eine Taste drücken, wenn ich passen will, und so kann ich frei von der Seele wegbabbeln. Hat allerdings den Vorteil, dass mein Lenkrad nicht ständig mit drin ist in der Audiospur. Man hört das Driving Force GT ja doch eindeutig raus. Ein Ansteckmikrofon ist nun mal kein richtiges Mikrofon. Doch. Das ist die Sache. Ansteckmikrofon für Gaming halt doch nicht so ganz optimal, aber auf jeden Fall besser als wie so ein Krempel, der da irgendwo in einem Sounddevice mit drin steckt und irgendwo steht. Vor allem, wenn man es nicht direkt vor sich in der Mitte stellen kann, sondern rechts mehr links, ne? Weil das ein Stereo-Mikrofon ist dann auch noch. Na gut, man kann es runterwischen zum Mono, aber das macht es dann nicht wirklich besser. Patchgefrissel und moderne Rechner, das ist immer so eine Sache. Irgendwie früher hat man das installiert und dann lief das und dann war es auch schön. Aber hier haben wir doch auf einer modernen Kiste mit Need for Speed Porsche mal ein Level, was man schön genießen kann. Finde ich gut. Da hätte das Spiel irgendwie ein bisschen mehr als 60 FPS vertragen. Sieht das richtig? Das sah so ein bisschen stotterig aus. Du bist auf dem ersten Platz. Jo. Neu. Das werde ich mir vielleicht nochmal zu Gemüte führen, aber nicht mehr in diesem Video. Da vielleicht nochmal ein bisschen optimieren. Jetzt haben wir erstmal Kohle. Und können das, glaube ich, mit dem sogar fortsetzen, oder? Muss es unbedingt ein Erst sein? Ich weiß nicht. Werden wir gleich sehen. Jetzt gab es nämlich eben gerade eigentlich schön Kohle, ne? Alle 911er, ne, ich kann den fahren, das ist praktisch. Aber es sind drei Strecken, und das bringe ich in der Folge nicht mehr runter.
Insofern versuchen wir dann nochmal eine Runde Werksfahrer, wie es hier weitergeht. Okay, komm, zeig das nochmal kurz hier. Für diejenigen, die die Story so ein bisschen haben wollen hierbei. 360 Umdrehung und so weiter und so fort. Ja, das wird wieder sehr unschön. Aber schauen wir mal, ob wir was schaffen in den letzten, naja, etwas über 5 Minuten gebe ich der Folge noch. Nach 15 Minuten. 3, 2, hierbei fahre ich 1, in der Tat tatsächlich los. Diese Kamera hier. Das geht dann immer besser anscheinend. Vielleicht dann eine subjektive Geschichte, ich weiß es nicht. Ja, frisst er meine 360 wieder nicht. Ist doch scheiße. 3, hat der da gemacht wieder, 2, 1, Mann. Los! Oder war es doch Alien Games? Ich weiß ja nicht. Ja, das war ja mal gar nichts. Ich hasse sowas. Ich will fahren. 3, 2, 1, los! Ja, geht doch. Ja, noch mal die Chose hier. Komm schon. Ach, nö. Da könnte ich, ne? 3, 2, 1, los! Das kann einfach nicht wahr sein, ey. 3, 2, 1, los! Doch mal einen Cockpit versuchen? Ich weiß ja nicht. Nee, das bringt sie auch nicht. Dann kriegen gar nichts gebacken. 3, 2, 1, los! Komm schon. Komm schon. Kann nicht wahr sein, ne? 3, 2, 1, los! Das finde ich doof bei diesem Werksfahrer. Ja, dann frisst das nicht. Man muss das irgendwie genau da drunter machen. 3, 2, 1, los! Voll ekelhaft. Ja, come on, friss den scheiß 360, Mann. Kann ja affig werden, ja. Das gibt's doch einfach nicht. Da kann man doch nur fliegen. 3, 2, 1, los! Kann man das vielleicht noch patchen? Ich meine, es wurde schon so viel gepatcht hier bis heute. Da könnte man die Sache daran auch nochmal arbeiten, oder? Okay. Mann. 3, 2, 1, los! Ja, das nimmt er natürlich wieder nicht, ne? Alter Schwede, komm schon. 3, 2, 1, los! Aber schöne Grafik, ne? Aha. Komm.
nicht wahr sein. Also notfalls mal hier so ein bisschen mehr Überlänge hier. 3, sind das 20 2, Minuten, 25 1, dürfen es sein. Vielleicht los! Ja noch. Packt dann in die Videobeschreibung die Zeit dann, wo ich es schaffe, wenn ihr euch das Elend nicht angucken wollt, ja? Bubbledy, bubbledy. Ich fahre jetzt einfach eine halbe Klappe und mache. 3, 2, 1, los! Du Porsche, eins, zuhängt das. Los! Das kann nicht wahr sein. 3, 2, 1, los! Frisst er das nicht? Das gibt's doch gar nicht. 3, 2, 1, los! Aggressivität bringt es dann auch nicht. 3, 2, 1, los! Der erste läuft ja schon ganz gut. Zweite will nicht. Come on. 3, 2, 1, los! Ich jetzt nicht, ne? 3, 2, 1, los! Ja.
2, 1, los! Das war wieder eine Lust, aber na gut. Da stehen wir jetzt gemeinsam durch, ja. Aha. Und jetzt aber zeitlich auch noch rein da. Oh. So eine Müll, ey. Ja komm, jetzt gucken wir uns noch an. Da lohnt sich auch die Niederlänge hier. Junge, Junge, Junge. Ping und ab dafür.